irgendwelche Hunde? Ey. Das auch. Okay, kommen wir nicht hoch. Achtung! Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen und ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard. Und wenn man die alle tötet, kriegt man dann was? Also, so, ich frag für einen Freund. Haben wir einen Wegpunkt? Zerstört das Dorf, hier drüben. Okay. Ja, nein, okay, dann nicht. Wir haben ja einen Zwerg als Freund, der uns ein bisschen was herstellt. Ich glaube, da können wir unsere... Wir suchen später nach Bastien. Wenn es sicher ist. Okay. Hier unten ist noch ein Fragezeichen. Wir können das... Oh, das sind Ertrunkene. Ah, da kommt er hin. Was jetzt, du Stück Dreck? Das hat nicht so funktioniert wie vorhin. Meine Fresse. Ich bin hier selber in die drin im Spiel. Okay. Gibt auf jeden Fall ein paar Sachen hier. Gift der Erhängten. Aha, okay. Ketvanischer Gambeson. Helfer Absud. Okay. Dann gucken wir doch mal. Oh, die drei hat es erwischt da. Jajaj. Gucken wir doch mal, was wir davon alle herstellen können. Ey, die sind ja hier alle auf dem Baum aufgehängt. So. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns erstmal Wiebernschwerter. Ich hoffe, wir haben alles dafür. Und genug Gold. Aber gegen ein ordentliches Schwert kann man ja nicht sagen. Die Wiebernschule, also... Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Wir wollen was. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Genau. Jägerhandschuhe wollen wir nicht. Das ist auch uns auch egal. Oberkörper? Nö. Ah, okay, der kann nur... okay. Der kann nur Rüstungsteile, leider. Schade. Also müssen wir einen Typen finden, der Schwerter schmieden kann. Leb wohl. Der kann nur Rüstung. Okay. Dann müssen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendjemanden haben, der noch was kann. Das ist ein Schleifstein. Ich glaube, da haben wir bis jetzt, oder? Der bei der Nilfgaardischen Garnison, das war ja nur ein... Das war ja nur so ein Typi. Okay, gut, schade. Dann können wir uns die Schwerter leider noch nicht herstellen lassen. Müssen wir erstmal jemanden finden, der es kann. Dann gehen wir doch zu Wesemir. Ah, wir sind da.
Banditen. Okay. Na, das klingt doch nach Ärger hier. Wo ist er hin? Ah, hier. Jennifer ist in Physik. Da wohnen ein paar Freunde und... Im Kampf gefallen? Ist gescheitert? Was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Zeit, dass wir aufbrechen. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Okay. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Manche lernt's aber auch. Okay. Jo. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Jo. Alles klar. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. Der muss erstmal übergeben. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Ja, jetzt wissen wir, warum uns einige Helden und andere Mörder schimpfen. Okay, da wollen die Nächsten die auf die Fresse. Haben wir nicht angefangen. Ui. Das ist doch, die kennen wir doch. Jennifer. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Sind sie nicht süß? Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber... Ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz... Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet.
Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Ach, der kann auch warten. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Tja. Gegen das, was uns jagt, hilft uns auch keine Stadtmauer. Aber wir werden es ja gleich sehen. Okay. Sie wären gern hinter dicken Stadtmauern, aber reiten langsam. Ja. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Ah. Los jetzt! Jo. Die weiße Jagd. Da kommt er jetzt nicht rüber über das kleine Stück. Sie reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Vysima. Ach jo. Na, so kann man es sich doch gut gehen lassen. Er sagt nix, wedelt ein bisschen mit den Händen. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Na dann gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch.
Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Tja, was machen wir jetzt? Sagen wir ihm die Wahrheit, oder? Naja. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Ach du Scheiße. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Mhm. Schwarz? Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Na, okay. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal alles mit, wa? So, jetzt ist ja die Frage. Was war denn das für eine Quest, die da verloren gegangen ist? Sieht sich, dass Geralt nicht der Einzige war, der in Weißgard nach einer geliebten Person sucht. Spawner, der auf der Suche nach seinem Bruder war. Dieser hatte zu den Waffen gegriffen und war gegen Nilfgaard gezogen. Und zwar noch in der Nacht zu einer gewaltigen Schlacht gekommen. Seither hatte der Bauer nichts mehr von seinem Bruder gehört. Okay. Ist er irgendwie gestorben? Hm. Tja, nee, okay, schade. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, na gut. Dann ist es so. Ehrlich, ich krieg das Handtuch zurück. Auch nicht schlecht. So. Die Schuhe. Okay, die Schuhe bleiben, glaube ich, immer gleich. Anscheinend. Ja. Die Hose anscheinend auch. Okay. Also das. Das. Hm.
irgendwie hat das hier noch ein bisschen was mit dem Gold und so, wa? Das, also, ich finde die Zeichnung auf dem finde ich gar nicht so kacke. Ja, nehmen wir das. Ist in Ordnung. So, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ja, können wir. So, mach erstmal das Licht aus. Erstmal alles mit hier, würde ich sagen. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Okay. Also ich glaube, der hat irgendwie ein bisschen Mauljucken, der Typ. Hat er uns gerade auf übelst extremste Weise gesagt, dass wir hässlich sind? Ein Vedimin. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ja. Stell dir vor. Okay, wir haben alles eingesammelt, glaube ich. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Habe ich eine Wahl? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Bitte, für Torheiten ist dies nicht die Zeit noch der Ort. Der Herr wird genau hinsehen. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Okay. Falsch, falsch, falsch. Oh Mann. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Aha. Der Herr wird dies üben. War die rechte Hand auf der Brust, ja. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Eieiei. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi ep art kerser, deit wenn adan in karn ep morwut, em hier war em reis. Verneigen. Wir knien vor niemanden. Eure kaiserliche Majestät. Area ep to orde. Evelien, namin wat gern wavort. Wenn wir knien, sind wir tot. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe! Meine Tochter Cyrilla,
Sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Hm. Okay. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Naja, das lief doch ganz gut allgemein, oder? Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich nicht nur auf den Kriegsstellern warten. Ratslieden in Enet. Ich denke mal, das ist es. Wie Gladimir. Es war der. Es war ein Wachsen. Es war Wachsen. Es war Astridion. Es war Astridion. Es war Avian Kerse Estate Finn Adan in Karn at Morvot. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Es ist Kiki? Den Brebrenga? In Selfie den Gasre ist es Lenten et Nordmalte. Ich stehe alle mit ihrem scheiß Spanisch, ey, wirklich. Was ist denn los hier? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Aha, okay. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Ausführungen. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Das haben wir irgendwie viele nicht. Den haben wir schon öfter gehört. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Naja. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Tja, ich bin mal gespannt, wie sie das in der Serie umsetzen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Hm,
Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Wie der Vater seine Tochter anblickt. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Okay. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Okay. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Ja. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Nicht die Uhr tickt. Nicht mal eine halbe Stunde Zeit. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Oh. Ich werde auf dich warten. Süß. Alter Falter, ey. Die ist einfach die krasseste Zauberin, die es da gibt. Beschlossen hier. Die Narbe ist gut verheilt. Unsere kleine Ciri.
Ist die schon so erwachsen? So, gut, haben wir alles. Direkt aus den Sagen der Botschafter war Atre? Mit dem sollten wir ja quatschen. Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was los ist. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwen an, seinen Verbündeten. Krass. Der Angriff überraschte die Kettwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. Boah. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Krasser Typ. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Krass. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Krasser Scheiß. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das war... Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Hm. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vysima. Okay. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Verständlich. Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Alles alle Außenseiter weg. Wer hat den Krieg begonnen?
Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Na, solche. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Was gibt es Neues auf Skellige? Alter Faldei. Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Ja, okay. Also insgesamt heißt es eigentlich Nilfgaard gegen Radovid? Fehlen ist eigentlich, naja, Sumpf und unter der Fuchtel vom blutigen Baron, also auch Nilfgaard, aber will eigentlich keiner haben. Novigrad ist so die letzte Bastion, sag ich mal, die beide haben wollen, und Skellige ist eine Insel quasi, die keiner, oder wo keiner rankommt, die sich raushält. So ein bisschen wie Schottland. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Okay, danke. Ah. So, Ich glaube, danke.